Ich referiere heute etwas über OwnCloud. Ich hatte das schon letztes Jahr auf der UboCon gemacht. Heute mache ich es wieder, nur ein bisschen andere Konstellation. Damals war wirklich nur freiwilliger Beitragender bei dem ganzen Projekt. Und wie man unten sieht, mache ich das mittlerweile auch in Vollzeit. Das heißt, es gibt nicht nur das Open Source Projekt, sondern auch nur eine Firma dahinter. Später dazu mehr. Was wir heute machen werden, ist Folgendes. Erstmal, was ist OwnCloud? Da werde ich ein bisschen tiefer einsteigen und sagen erstmal, was ist Cloud überhaupt, um irgendwie die Begrifflichkeit ein bisschen zu definieren oder festzuhalten, worüber wir sprechen. Was ist Cloud? Welche Fragen sollte man sich stellen? Was ist OwnCloud natürlich? Und als zweiten Punkt die Vorstellung von OwnCloud 4.5. Das haben wir vor kurzem veröffentlicht. Da werden nur kurz die Neuerungen angerissen im Vergleich zu 4.0. Wer das nicht kennt, das wird auch nicht allzu lange dauern. In dem Zusammenhang werden wir auch noch kurz so ein Live-System installieren. Ich habe da zwei virtuelle Maschinen vorbereitet. Weiterer nächster Punkt, OwnCloud und das Ökosystem Ubuntu. Also ich rede dort zum Beispiel von Derivaten wie Ubuntu beispielsweise oder von Sponsoren oder von anderen Diensten wie Juju oder Ubuntu One. Wie fällt sich das da mit OwnCloud? Ich glaube, das ist auch noch ein spannendes Thema. Und dann gibt es noch zwei weitere Folgen über den Tellerrand hinaus. Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Also, genau, was ist OwnCloud? Ich habe es jetzt versucht, in einem langen Satz so ein bisschen festzuhalten. Also das ist einmal eine Server-Software, das heißt ein Stück Software, das ich installiere auf meiner Maschine, meinem Server, der irgendwo gehostet ist oder zu Hause sein kann, die dem Betreiber, in dem Fall jetzt also mich, einen eigenen Datenspeicher, also irgendwas, wo ich Dateien ablegen kann, bietet und weitere optionale Anwendungen. Also es geht über den Speicher allein hinaus. Wir werden später sehen, es sind Sachen wie Kalender und Kontakt zum Beispiel auch mit dabei. Online zur Verfügung stellen. Also online, dass ich es auch von außerhalb von jedem anderen Fleckchen soweit möglich auch drauf zugreifen kann. Ja, okay, das war soweit zu OwnCloud. Jetzt mal vielleicht ein bisschen einen Schritt zurück und zu sagen, was ist eigentlich jetzt Cloud für uns? Also einmal die Cloud selbst ist erstmal so ein Netzwerk. Das ist halt so ein Gebilde, das kennt man aus den ganzen schematischen Abbildungen. Das sind hier ein paar Rechner, da eine Datenbank vielleicht und dann ist da irgendwo so eine Wolke, die geht meistens hinaus ins Internet. Also Cloud erstmal ist so ein Netzwerk, meistens das Internet. So ein Cloud-Service ist dann irgendetwas, was dort bereitgestellt wird. Das kann auf einem Server stehen, es kann auf mehreren Server stehen, das weiß man nicht, ist dann auch relativ egal. Das heißt, hier OwnCloud ist dann letztlich eine Lösung für ein Problem. Also Datenspeicher oder Zugriff auf Daten von mehreren Orten aus, von mehreren Geräten aus. Weil ja, man hat heutzutage vielleicht nicht mehr nur einen Laptop und Desktop rumstehen, man hat vielleicht noch ein Tablet oder ein Smartphone. Und irgendwann wird es ganz unübersichtlich, wenn man das hin und her kopiert mit USB-Sticks oder Bluetooth oder was auch immer. Genau, also diese Lösung, die wird in diesem Netzwerk dann bereitgestellt. Also Cloud selbst wird sonst auch mal verwendet als Begriff, die technische Infrastruktur dahinter, wie viele Server rolle ich was aus, wie skaliert das Plan, blub. Das ist eine andere Geschichte. Also wir konzentrieren uns hier wirklich auf die Software-Ebene. Ja. Und letztlich ist Cloud auch ein Marketingbegriff, deswegen ist es halt so ein bisschen unscharf, deswegen muss man immer sagen, auch worum geht es eigentlich, worüber reden wir. Hat den Vorteil, dass es auch relativ einfach zu verkaufen ist und naja, wie auch immer. Ein paar Fragestellungen jetzt zur Cloud oder wenn ich so einen Dienst für mich betreiben möchte. In dieser Woche sehen wir halt wirklich ein paar Fragen, das ist auch nur ein kleiner Teil. Der ganze juristische Aspekt zum Beispiel ist da nochmal gar nicht dabei. Also wenn es darum geht, Daten irgendwo zu speichern, vor allem personenbezogene Daten, dann hat es auch da nochmal eine ganz andere Dimension. Aber so erstmal, wo speichere ich überhaupt meine Daten, ja? Also bestimme ich das selber? Ja, weiß ich, wo das ist oder ist es unbewusst, wo die Daten gespeichert werden? In Dienste wie Dropbox beispielsweise, da weiß man nicht unbedingt, wo das liegt. Stellenweise, glaube ich, wird gesagt, das wird hier und dort in Europa gehostet. Allerdings gibt es da halt auch noch so ein Sternchenteil. Unter Umständen, wenn irgendwo was kaputt geht oder im Notfall, wird das dann halt auch nochmal in den USA oder sonst wohin verlagert. Also, so, wenn man was ablegen möchte, wo ist der Standort meiner Daten letztendlich dann? Wie kann ich die Daten dann auch erreichen?
brauche ich dann noch irgendwie spezielle Anwendungen dafür, die ich auf meinem Rechner installieren muss, die ich auf meinem Smartphone installieren muss? Oder gibt es Mittel und Wege, das auch auf ja, übliche Weise mit üblichen Sachen, die ohnehin vorhanden sind, darauf zuzugreifen? Verfügbarkeit, das ist nicht nur Hochverfügbarkeit, sondern auch, komme ich an meine Daten ran oder wenn ich mal offline bin. Ja, also dann geht es irgendwo in die Richtung Synchronisation. Wird das bereitgestellt? Kann ich das nutzen? Will ich das nutzen? Die Erweiterung des Speichers. Wenn ich mal meine Musiksammlung drin habe, meine Bildersammlung hoch habe und ich immer mehr hinzufüge, dann wächst der Datenhunger. Irgendwann reicht der Speicher vielleicht nicht mehr. Wie kriege ich das einfach erweitert? Je nachdem, wo das liegt, will ich die Daten verschlüsseln, traue ich dem Server, auf dem letztlich meine Daten liegen, ja, auch so ein Ding, Rechte, also in diesem Fall meine ich Berechtigungen, habe ich mehrere Benutzer oder möchte ich das mit mehreren Benutzern verwenden, was erlaube ich denen, was sollen sie machen dürfen? Datenaustausch selber, also wie kriege ich Daten tatsächlich geteilt, wenn ich die auch oben habe, die Bilder, die möchte ich dann vielleicht mit der Familie teilen. Ja, funktioniert das auch auf diesem Wege und wie einfach ist das oder schwierig ist das? Und dann Single Sign-On, das ist dann eher noch so ein Punkt, der für Organisationen oder Unternehmen mehr interessant ist. Kann ich das in bestehende Verzeichnisdienste einbinden, wie zum Beispiel LDAP? Ja. Also letztendlich ist das halt so ein Teil der Fragen, die man beantworten möchte. Und OwnCloud ist halt eben so eine Lösung, womit man halt eben die Antwort auf die Fragen haben kann. Auf diesem Bildchen hat man eben die Wolke, also OwnCloud, meine Wolke. Ja, das sind das meine Serverspaste. Das habe ich installiert auf meinem Rechner. Und das versetzt mich dann erstmal in die Lage, mit meinem Laptop darauf zuzugreifen, mit meinem Tablet oder meinem Smartphone, bla bla bla, und mit einigen Betriebssystemen. Und zwar eben nativ, wieder später drauf, zu, eigentlich mit der nächsten Folie, oder halt auch mit Anwendungen, die es dann halt eben auch cross-platform gibt. Und dann habe ich aber auch noch die Möglichkeit, also die Daten werden ja auch irgendwo abgelegt, entweder auf eigenem Storage, ich kann auch da legen oder sonst woanders. Also ich kann halt andere Samba oder FTP Speicher auch noch quasi mit da dranhängen. Ich kann aber auch wirklich völlig andere Speicher, Amazon oder Google Drive verwenden und auch die einbinden. Dann habe ich eine einzige Stelle im OwnCloud, wo ich halt über die ganzen Daten zugreifen kann. Das ist zum Beispiel einmal das eine Problem, dass ich mit allen Geräten irgendwie drauf zugreifen kann und dass ich auch den Speicher erweitern kann. So, wenn das so ein bisschen zu abstrakt ist, dann haben wir ja noch diese Folie. Da sieht man erstmal dieses Webinterface. Also wenn ich OwnCloud installiere, dann irgendwann will ich da irgendwie drauf zugreifen. Und wir haben halt ein Webinterface. Das ist so quasi das Hauptding, womit man arbeitet. Und das sieht jetzt halt alles aus. Es gibt halt einen Header, dann auf dieser linken Seite, das ist so eine Art Navigation. Also Hauptding sind natürlich hier Dateien. Dann geht es halt im Wesentlichen letztendlich. Aber es gibt halt noch andere Anwendungen, Media Player, Kalender, Kontakte, was auch immer. Die kann man halt dazu schalten, kann man wegschalten, man kann welche selber erstellen. So. Und dann haben wir hier eben die Inhaltsansicht, also eben das ist jetzt für den Bereich Dateien. Es gibt eine Liste mit ja, Anzeigen, um welche Dateitypen handelt es sich. Es gibt Betrachter, also wenn ich jetzt auf ein JPEG zum Beispiel klicke, dann wird mir das Bild auch angezeigt. Und wenn ich mit der Maus jetzt auch noch über eine Datei schwebe, dann werden mir hier Optionen eingeboten. Dann kann ich Dateien teilen, umbenennen, also die ganzen Gaming-Operationen. Also das ist quasi dieses Kernstück, das über die Oberfläche dann erreichbar ist. Und es dann halt auch wirklich die ganze Funktionalität von OwnCloud bietet. Oben rechts gibt es auch noch meine Suche. Egal was ich drin habe, wenn ich ein paar Zeichen eingebe, dann werden auch nach Dateien gesucht oder auch nach Terminen im Kalender etc. oder nach Bookmarks. Die kann ich dann halt auch über die ganze Suche dann relativ einfach finden und darauf zugreifen. So. Was vielleicht noch nicht gesagt worden ist, glaube ich. OwnCloud ist Free Software, das heißt, es ist lizenziert unter der AGPL. Also A, das ist angedacht für Software, die auf dem Server läuft, nicht auf einer lokalen Maschine. Wir sind in diesem Sinne quasi auch eine Art Hoffnungsträger vom FSFE. Also auf jeden Fall haben wir dort große Freunde. Also bei der Free Software Foundation, die sich eben halt für die freie Software einsetzt, weil es
da ja problematischer wurde, dass immer mehr Anwendungen in das Web oder in den Browser verlagert worden sind und die vielen lokalen Anwendungen eigentlich auf dem Rechner laufen, deren Bedeutung verringert sich zunehmend. So, und deswegen die meisten Angebote, die gemacht werden, sei es im sozialen Netzwerke oder welche andere Dienste auch, Office oder sowas, die sind meistens eben halt nicht frei oder man weiß nicht, was da wirklich passiert. Also man kann dort auch nicht drauf zugreifen, man sieht den Quelltext nicht. So. Und OwnCloud ist eben wirklich eine Open-Source-Lösung, eine Free-Software-Lösung mit einer großen und aktiven Community. OwnCloud gibt es seit 2010 und uns zeichnet auch eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit aus. Also wir haben uns jetzt auf den Hut geschrieben, etwa alle 3 Monate ein Release zu machen. Ungefähr kommt es auch hin. Und wir haben auch wirklich häufig neue Funktionen mit dabei. Zum einen ist es beeindruckend, was da alles kommt, wie breit eben auch die Ideen sind und die Beiträge dazu da sind. Andererseits manchmal wird einem auch ein bisschen schwindelig. Also es hat Pro und Kontras. Ja. Also je mehr neue Sachen und so, desto schwieriger wird es auch mit dem Testen etc. Aber das, was wir releasen, das soll dann auch funktionieren. Genau. Und es gibt auch einen kommerziellen Support mit der Firma dahinter seit Dezember 2011, also da wurde sie gegründet. Mitgründer ist halt auch eben der Projektgründer, der das Open Source Projekt gestartet hat. Und wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung eben zur Community und auch da, also alles, was wir machen, ist sich Open Source Free Software. Aber das kommt noch ein bisschen später noch etwas dazu. Du sagst kommerzieller Support. Ja. Ich habe das irgendwie gerade auch nochmal nachgeguckt. Ihr habt irgendwie 3 Versionen auf der OwnCloud.com-Seite, die auch ein anderes Feature-Spektrum haben. Die haben an sich kein anderes Feature-Spektrum. Also es gibt 3 Abstufungen, ich glaube Business, Enterprise und Education. Ja. Genau, aber die Software ist dieselbe. Es gibt Unterschiede, was für einen Support die kriegen, also Reaktionszeiten und wie viel sie Support kriegen. Es gibt Unterstützung, also Services dann auch beim Theming. Also man kann machen, dass OwnCloud ganz anders aussieht. Ne? Also da gibt es Unterstützung mit dabei, solche Sachen. Naja, mich hatte Replikation mal interessiert und da steht halt die Community und Replikation. Und ist halt bei der Community Edition ist es halt Verfügbarkeit ja, aber Replikation nein. Wie passt das denn dann damit rein, wenn das nur der Support ist? Das weiß ich nicht, das ist mir neu. Ja. Naja, also wie gesagt, wir machen Service und Support eben für Unternehmen. Mhm. Also Unternehmen können dann auch proprietäre Anwendungen haben, ja, aber die gehören halt nicht zum Cure dazu, sondern das sind halt solche Plugins letztendlich. Aber das können Unternehmen haben, das macht Sinn, wenn es wirklich was Spezielles ist. So, da unterstützen wir die halt auch bei. Ja, oder ist das dann irgendwie, dass ihr das auch hostet in der Enterprise? Wir hosten das nicht, nein. Ich glaube, es gibt einen Punkt auf der .com-Seite, wo es auch darum geht, aber das machen dann alles nur Partner. Also wir sind wirklich nur der Softwareanbieter, aber wir hosten selber nicht. Also OwnCloud bietet das. Jetzt haben wir hier noch 2 lustige Bildchen. Mozilla Firefox use Open Standards. Wir legen also sehr viel Wert drauf, dass das meiste, was wir machen, auch erreichbar ist. Nicht nur über die Web-Oberfläche, sondern auch mit was anderem. Zum Beispiel der Dateien, die sind erreichbar über WebDAV. Also das ist ein alter, etablierter Standard. Gibt es auch überall oder zumindest nachrüstbar. Und darüber kann man eben auf die Dateien zugreifen. Darüber arbeiten auch unsere Clients für die lokalen Maschinen. Die sind ein bisschen aufgebohrt, um größere Dateimengen transportieren zu können oder einfach transportieren zu können, aber das ist uns letztendlich auch weiterhin WebDAV. Also das, so wie zum Beispiel die Kontakt- und Kalenderanwendungen nutzen auch CalDAV und CarDAV. Das heißt, man kann die auch mit einem gängigen Anwendungsprogramm benutzen, sei es zum Beispiel Thunderbird, Lightning oder eben auch Kontakt oder was auch immer. Läuft auf den meisten Browsern. Also getestet wird es eben auf Chromium, Firefox, und manchmal im Internet Explorer, also da soll es tun. Die Clients, die wir anbieten, synchronisieren der Dateien vom Laptop zum Beispiel auf den Server drauf. Die sind auch mit Qt geschrieben, Cross-Plattform, die laufen eben auf Linux und den anderen beiden Plattformen. Was bietet OwnCloud noch? Das sind solche Erweiterungen, wie gerade gezeigt, also ganzen Kalender, Bookmarks, was auch immer Sachen.
Und das sind halt eben nicht nur die Teile, die man links gesehen hat, sondern auch diese ganzen Dateibetrachter oder funktionieren darüber. Das heißt, wenn ich ein Bild ansehen möchte, das ist halt eben auch so etwas. Oder ich kann mir PDFs anschauen, ich kann mir Open Document Dateien anschauen, also alles, was von LibreOffice kommt zum Beispiel. Es gibt eine Versionierung mit dabei und LDAP-Anbindungen, wie gesagt, externen Datenspeicher etc. etc. Das ist halt eben auch etwas, was uns abgrenzt zu anderen Sachen wie Dropbox oder zum Beispiel, dass wir wirklich so einen Mehrwert bieten, dass man damit auch was machen kann. Ja? Also Textdateien kann ich zum Beispiel auch direkt bearbeiten. Das ist halt auch so ein Merkmal von uns. Und es ist leicht erweiterbar. Das Ganze ist in PHP geschrieben, mit HTML und JavaScript, also Interface-Sprachen oder eben was man halt eben sieht, sind HTML und JavaScript beschrieben. Und die Hürden sind halt wirklich nicht groß, um da wirklich was selber auch zu machen. Was natürlich auch dabei ist, eben das Teilen von Dateien, also der Datenaustausch. Das funktioniert eben auch nicht nur für die Dateien. Wie ich gesagt habe, man kann ja eben draufgehen und sagen, diese Datei teile ich mit jenem Benutzer oder jener Gruppe, sondern das Ganze funktioniert auch mit Kalendern und auch mit Adressbüchern. Und das kann man auch in jede andere Anwendung mal mit einbauen. Dann hatte ich hier noch eine Folie eben zur Inc. Da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, also zu der Firma. Wir sitzen zum einen in Boston in den USA, als auch in Deutschland in Nürnberg. Wir unterstützen quasi das Open-Source-Projekt eben halt als Firma hinten dran. Unsere Zielgruppe sind wirklich einzig nur Unternehmen, Organisationen. Und das ist halt auch dazu da, eben das Projekt A immer am Leben offen zu halten und wirklich auch weiterzuentwickeln. Also, dass wir dort auch unterstützend da sind.